Mein Name ist Joshua Wichtrup und ich bin HYROX Coach. Wir sind heute bei Wish Fitness, um euch zu zeigen, wie man sich optimal auf HYROX vorbereiten kann. Das Ganze machen wir gemeinsam mit Lukas und Jesse. Ja, wir werden drei Workouts für euch machen. Das erste beginnt mit dem Airbike und damit starten wir jetzt. Beim Fahrrad ist es eigentlich egal, welches ihr habt. Wichtig ist, wir wollen eine Vorbelastung in die Beine, die Herzfrequenz soll nach oben gehen und wir wollen uns das quasi so schwer wie möglich für die nächste Übung machen. 3, 4, 5 Minuten auf dem Bike. Jede Minute könnt ihr so ein bisschen die Rounds per Minute, das RPM, einfach erhöhen. Und wir machen mal ein bisschen Pause. Sehr gut. Übung Nummer 2, Wallboards. Eine harte Übung für die Beine. Hier wollen wir also ungefähr eine Armlänge mit dem Ball in der Hand weg sein. Es gibt jetzt zwei Optionen. Wie ihr seht, Lukas hat hier das Wallboard-Target und Jesse hat hinten die Wand. Beim HYROX ist es aber so, dass wir natürlich nicht gegen eine Wand werfen, sondern gegen ein Target. Hier ist es entscheidend, dass wir immer über dieser Linie treffen für die Herren oder eben direkt darunter für die Damen. Beim HYROX machen wir das Ganze aber nicht nur 10-mal. Wir machen 100 Wiederholungen Wallboards ganz am Ende. Also unser Körper ist schon wirklich müde. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr bitte diese Übung übt. Da das HYROX-Event extrem auf die Beine geht, ist dieses Workout ein Beinkiller. Und da wollen wir die hintere Kette noch mit reinnehmen. Dafür haben wir die Double Dumbbell Romanian Deadlift. Worauf ihr auf jeden Fall achten solltet, ist, dass ihr ungefähr hüftbreit steht. Füße sind einigermaßen parallel. Und wenn ihr das Gewicht nach unten bringt, immer den Po nach hinten schieben und nicht zu weit die Knie nach vorne schieben. Der Blick dabei ist einfach neutral nach vorne. Wir müssen also nicht unsere Halswirbelsäule überstrecken. Und damit ihr auch was zum Durchziehen habt, haben wir hier das richtige Workout für euch. 5 Runden, 30 Kalorien auf dem Bike, 20 Wallboards, 10 Double Dumbbell Deadlift. Und dann macht ihr eine Minute Pause, probiert euren Puls runterzubringen und wiederholt das Ganze danach noch 4-mal mehr.